Hast du Nobel gestern gesehen, wo er sich über Toplan und dich lustig gemacht hat? Ich habe Nobel gegen Wände flashen sehen, deshalb fand ich ziemlich lustig. Das war Ironie bei Nobel. Ach Leute, ist doch nicht schlimm. Ich kann doch auch gerne ein paar Witze machen auf meine Kosten, ist doch nicht kein Problem. Toplan laut ihm nicht verlierbar, zu leicht. I see. Das klingt aber wirklich sehr seriös gesprochen, ha? Wie laufen denn Freddys Toplan Adventures? Laufen die gut oder laufen die diesmal so schlecht? Also was ist schlecht, aber diesmal so anstrengend wie beim letzten Mal, als er die Tyler One Challenge machen wollte und auf Toplan climben wollte. Dann hat Freddy am Ende ausschließlich Gangplank gespielt. Als er das letzte Mal gemacht hat, ist er richtig gut durchgekommen bis zum Master und ab Master wurden dann die Games anstrengend. Er ist mega mad aus League raus. Nach zwei harten Games hat dann Elden Ring nochmal schön 10.000 Seelen in den Wind geworfen, ist offline gegangen. Oh nein, der arme Freddy, das liegt ja nach Bruch. Mega mad aus League raus, dann rein in Elden Ring, dann Seelen verloren und dann offline gegangen. Really? Verstehe ich auch. Es kann ein Ruffy sein, right? Es kann ein Ruffy sein. Das geht mir nicht anders, da bin ich kein besseres Beispiel. Deswegen wäre jetzt wieder die gefährliche Zunge. Obwohl, nee, ihr könnt euch natürlich Sachen wünschen, wenn ihr möchtet. Mal gucken, ob ich irgendwas sehe, was mich interessant finde. Riven? Na klar, kriegst du einen Riven von mir. Viel Spaß. There is nothing to lose. Might as well. Ich darf dodgen, wenn ihr Gegner jetzt Renekton picken. Deal? Wenn ihr Gegner Renekton picken, darf ich dodgen, Chat. Deal? Deal. Malphite. Das ist okay. Ist auch unangenehm, aber ist nicht so terrible. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird? Ja, wir spielen gegen den Kometen Malphite. Ich glaube, wir gehen Dorans Blade und fucken ihn ab Level 1. Und in diesen Matchups kann es sogar sinnvoll sein, im Early Game 2.de zu machen, um einfach nur seine Comets und Dingens zu beantworten. Eine Frage gegen Teemo, Darius oder Aatrox? Aatrox ist deutlich besser gegen Teemo als Darius. Deutlich besser. Beide Champions sind absolut playable gegen Teemo, aber Aatrox counter Teemo ziemlich hart. Du kannst ihn outrangen mit deinen Qs. Willst du, wenn immer er in Reichweite kommt, ist er halt in deiner Reichweite. Ja, Early Game ist lästig gegen Teemo, aber für wen ist es nicht? Und dann machst du halt danach dein Ding. Oh mein Gott, schon wieder No Heal Needed. Ist das insane. Willst du einen Gank Level 4? No klar. Sag ich nicht nein zu, aber ich bin hier ein Early Game Cheeser diese Runde. Ich werde Early Game Conquer auslösen und ihn hardcore traden müssen. Alter, hat er gewardet für den Q, deswegen sei ihm das vergönnt. Aber wir collapsen fit the Wave, haben vielleicht einen Gank-Engel auf dem Level 4 Proc, wie er geschrieben hat. Wenn ich wirklich die Wave Proc sehen, weil ich auch nicht kann, aber ich wollte gucken, ob Enemy Jungler noch Crux vor sich hat, weil ich manchmal zu schwer, Shaco's Parfing genau zu lösen, ne? Unser Nico ist so weit vor ihm. Wenn nur gute Nullen, der hat schon zwei Camps mehr. Wave Top den Bounce jetzt auch, aber es dauert ein bisschen zu lange, fast, dass es für Nico worth wäre. Ich darf die Wave jetzt auch nicht anfassen, wenn ich Level 4 Gang spielen will. Außer ich baite mal einfach ein wenig, dass er die Wave pusht, aber ist eigentlich, ja, ist ein bisschen weird. Weil vor allem auch, wenn jetzt wir den Gang kriegen, es müsste so aus dem zweiten Busch heraus sein, nicht aus dem dritten, weil sonst käme einfach da rechtzeitig raus. Er ist auch voll HP, also schwer ihn hier zu killen, ehrlich gesagt. Junge! Schon ein bisschen ärgerlich, dass wir gedoubled verstarben, aber guter Gank. Nice, perfekt. Vielleicht ein bisschen später wehen sollen. Nikos E ist ja länger, wenn sie das. Oh, warte, ich habe einen guten Weiß eigentlich. Nikos E hält ja länger, wenn er davor jemand anderen geroutet hat. Vielleicht ein bisschen später wehen dürfen. Wie hast du die Fast Combo auf Riven am besten geübt? Im Practice Tool früher, also beziehungsweise bevor es Practice Tool gab, einfach an Raptoren, dann Race. Aber ich habe die Fast Crew kann ich aktuell nicht. Also, letztes Mal, als ich Riven aktiv gespielt habe, war vor fast 10 Jahren, 9 Jahren, 2015. Aber ich kann sie aktuell nicht. Du musst halt Duen auf den Boden klicken und dann den Auto-Attack-Command quasi einfügen, um eine Q zu canceln. Ist einfach, eigentlich ist ein Disziplin-Ding. Das kann man schon recht schnell wieder lernen. Natürlich ist es nochmal was anderes auf stationäre Ziele als gegen andere Gegner, aber ja. Also gegen mobile Gegner. Ist mir zu kompliziert? Nee, die Fast-Combo ist nicht kompliziert. Ist einfach, man muss sie halt üben. Kompliziert ist wirklich nicht. Wenn man halt vier Riven-Games spielt, solltest du sie schon drauf haben. Das lohnt sich. Mach halt einen harter Damage-Amplifier. Mit Riven geht's halt um Kombos. Wenn du sie viel zockst, sollte das dein Ziel sein, die drauf zu haben, natürlich. Er wird Level 6 hiervon werden, richtig? War Shaco gerade Topside. Er ist Level 6, das heißt, wir sind ziemlich killbar. Soll ich den Pot einwerfen? Hat er sich überschätzt, dass ich wieder keine Ignite hatte oder so? Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Nice. Er hätte rausholten können oder reinholten können. Beides wäre geil. Er Joke rausholten, hätte ihn gerettet natürlich, aber wäre trotzdem gut für mich. Jetzt noch eine Platte, dann gehen wir Base. Ziemlich angenehm gerade. Ordentlich Progress gemacht durch Void Grabs, zwei Platten und einem Solo-Kill. Jetzt haben wir einfach Eclipse in Base. Jetzt sind wir Monster hier oben. Dank No Heal Needed Gank auf den Monster Nico. Okay, die kennen wir den nicht. Eclipse Shield. Das Eclipse Shield back to back kombiniert. Easy, sage ich. Nice. Ich werde lieber direkt Basen und statt Platz nehmen. Ich kann den fighten hier. Außer Shake moved.
Eclipse Schilder einfach timen, dann kann man das fighten. Nico kommt dazu und deswegen ist er dead. Ich glaube, sonst hätte ich nicht so schnell gekillt oder überhaupt gekillt. Nice, another one. Der Riven ist einer der besten Champions, wenn es darum geht, Conqueror auszulösen. Gerade wenn du die Fast-Combo drauf hast, was ich ab und zu tue und ab und zu nicht tue. Meistens tue ich es nicht. Fast-Combo, wie gesagt, ist ein bisschen Disziplinsache, muss man ein bisschen geübt haben. Aber obviously, die Grund-Riven-Kombos verlernt man nicht. Also, move mal dazu. Oh, schöne Yasuke noch oben drauf. Oh, okay. Oder der Base. Soll ich auf den raufflashen? Ja, I don't know, warum ich jetzt Spectiva kaufe. Ist ziemlich toll, aber ich kann. Eigentlich sollte ich wahrscheinlich in jedem Fall hier Thunder Sky gehen, into Sturk's Gage. Vielleicht gehe ich einfach Sturk's Gage und bleib auf dem Fage sitzen. Wollte ich ja auch nicht mehr daraus. Okay, ich troll komplett. Passt ja mein Item-Bit. Ja, Sunsky auf Riven habe ich doch schon vor ein paar Monaten gespielt, vor ein paar Wochen gespielt. War richtig insane. Ich bin sehr gefeedet. Vielleicht vergibt sich dieser Fehler meines Item-Bits, aber eigentlich, gehe ich respektive, weil ich es habe. Ich sollte. Weil der Fehler ist ja gerade 5 Platten genommen. Ich sollte schnell jetzt, mein Gott, für den möglichst krassesten Spike ausgeben. Ja, I made mistakes während ich im Shop war. Ich Fehler gemacht. Nice, Shaco ist tot, weil wir beim Rapper lang gelaufen sind, womit er nicht gerechnet hat. Ehrlich gesagt sieht das Enemy-Team recht fucked aus jetzt. Sie haben eigentlich nur den Aphelios. Malvach freest die Top-Wave, während ich jetzt für Botlane-Platten gehen kann. Und wenn da jemand ist, diven wir den. Also mit jemand anderem hoffentlich noch, nicht alleine. Da ist ja keiner da. Easy. Ja, am Turm natürlich Fast-Combo eigentlich sehr einfach zu machen, wenn man sie drauf hat. Aber ja, wunderbar. Wir werden es immer mal versuchen. Zu washed auf Riven, um die Fast-Combo zu spielen. Wir haben leider so komplette Combo gemisst von Nico, wie es anscheinend hat. Wir warten nur kurz, dass Jace alle Spells rausballert, weil er trollt. Haben wir nochmal eine E? Wenn man nicht. Dann nehmen wir nur 5 Platten. Was heißt nur? Wir kriegen gerade 5 Platten, weil Malphite Top Wave freest. Bin ein bisschen bitter, dass Nico die Combo so früh benutzt hat, der hätte auf mich warten können. Jace hat auch getrollt, hat alle Spells benutzt, deswegen war sie einfach zu diven eigentlich, aber am Ende Flashlight nur. Ist okay. Wir machen gerade guten Progress, indem wir einfach nicht viel machen müssen. Weil ich vielleicht schon früher gebased wäre, wäre ich jetzt bei der Midland Fight dabei, aber mein Base war so oder so gut zwischen den Waves. Ja, ich bin super gespannt heute auf Aphelios heute Abend. Mein Gegner war wasted. Recht dax. Sowas ist ein Abonnent von mir. Echt cool, dass Noi mittlerweile so high low ist, dass er regelmäßig mich snipen kann. Beziehungsweise ich so low elo bin mittlerweile. Fairerweise ist das ja auch der Vergnügen-Account. Und Noi Needle ist ja mittlerweile wie viel EP? 300 oder so? 250? Schon auf Batman. Ey, 200 EP, Macher. Respekt an dich, Bro. Glaube, ich nehme mal den Turm während den Händen fighten. Man, dreimal Flash Stun, aber mit nicht viel Damage. Ja, die Nico-Kombo war ein wenig overaggressive für den HP-Stand des Turrets. Wenn wir jetzt Nash verlieren, werden wir das Game verlieren. Das war jetzt nicht der Play. Aber sah cool aus mit Yasuo. Ja, ich wünsche dir das Dark Sketch. Und hier auch geflasht, noch lebe ich. Ja, ich bin nur zu lange, sie sieht von Alistar. Mein Black Diva ist einfach ein Troll-Item. Wie lange, mit der mich Stunt hochwirft. Der zweite Part seines Qs ist ja ein Stunt und seine E ist auch ein Stunt. Ich bin einfach nicht in der Lage, mich zu bewegen. Dann kann mich ja Fedos hitten. Das ist der einzige Grund, warum es da ansatzweise knapp wurde. Nehmen wir uns das hier. Joke, ich bin schlecht. Ich werde gepinkt dafür. Ich hab's verdient. Gute Reaktion von den Gegnern. Ist halt unter extremem Zeitdruck und selbst wenn sie Nash kriegen, ist nicht unbedingt ein Cent für sie. Und wenn sie Nash kriegen sollen, ist halt 50-50 Fight. Einfach 50-50 Smite nicht Fight. Mein Team ist fast alle dead. Einmal trolling oder einmal laut, du das. Ja, ich brauche Sturx Gage, Leute. Ich bin einfach zu lax. Das ist so bad, dass ich Black Cleaver habe. Ich werde mich das ganze Jahr darüber beschweren, weil ich dumm bin. Hätte auch rausgehen können, natürlich. Auch bad von mir, dass ich überhaupt den Fight nehmen möchte. Gut, wir haben Nash auf allen, bis auf mich. Und ich gehe jetzt einfach groupen, I think. Mein Team wird jetzt hoffentlich nicht tot sein, bevor ich da bin. Sieht gut aus. Ja, gut, trotzdem gut aus. Ich werde den Fight gewinnen. Ja, ist fein. Randoms reichen. Ist absolut richtig, dass sie da im Back. Ich bin was Sage spielen, Rapper holen. Ich hab auch GA jetzt im Base. Will ich nochmal 1000 Gold geben.
Ich meine, war Top-Bandit neben dem Team, ne? Also ihr müsst jetzt nämlich nicht zugucken, die machen aber nichts. Die gucken mir zu, wie ich Damage nehme, rotieren wieder zu mir, noch nehmen sie Top-Bandit. Hä? Rüber zu jumpen war nicht der Play eigentlich, aber... Aber warum machen wir denn die ganze Zeit nichts? Warum haben wir das jetzt nicht vorgemacht? Wenn wir Top-Bandit nehmen können, wenn wir einen Fight nehmen können, aber... Ja, trotzdem mal, weil ich sollte nicht über die Wand drüber jumpen. Aber wie sind wir komplett AFK? Hm. Aber wenn ich einfach fighten, während die mich fighten, während ich im GA bin. Verrückt. Schade, macht irgendwie das Game jetzt auf einer Bittersweet-Note, dass wir jetzt nochmal gestorben sind. Grüße von meiner Freundin, sie hätte gerne das T-Bone-Headset. XD. Damit deine Freundin wohl das T-Bone-Interview gucken müssen, um herauszufinden, wie man das Headset erhält. Wenn euch dieses Riven-Gameplay gefallen hat, dann guckt doch gerne mal auf Twitch live vorbei und lasst ein Like bei YouTube, ein Abo bei YouTube da. Würde mich sehr freuen, kostet euch gar nichts. Und hoffentlich gefällt euch auch, oder hat euch das T-Bone-Interview gefallen. Glocke aktivieren, genau, Glocke aktivieren noch. Wichtig.